Anwesende, wir fangen an. Ich sage vielleicht kurz zum Ablauf. Franz Riesemeyer fängt an, sagt ein paar Worte. Danach übergeben wir ein Geschenk, ein Ritual machen wir. Übergeben ein Geschenk an Horst. Daraufhin wird sich wie von Zauberhand die Tür hier öffnen und mehrere Personen werden mit Gläsern Sekt hineinkommen und wir werden zusammen anstoßen. Danach werde ich noch einen Brief vorlesen. Und Frieda sagt zum Abschluss noch was und eröffnet dann das Buffet. Bitte. Ja, Sie müssen mich in Anwesenheit jetzt schon wieder ertragen, aber in diesem Falle bin ich der Dienstherr von Horst und deswegen fällt mir diese Aufgabe heute zu. Lieber Horst, verehrte Anwesende, im Spanischen heißen Menschen, die aus dem Arbeitsleben ausscheiden, Jubilados, jubilieren. Ist das nicht eine schöne Umschreibung? In unseren Breiten sieht man im Ausscheiden aus dem Beruf nicht unbedingt einen Grund zum Jubeln. Wir nehmen eher mit einer gewissen Traurigkeit Abschied von der Arbeit und trauern mit einem morgendlichen Dank ins Büro nach, den wir nun nicht mehr gehen müssen. In Spanien dagegen jubeln die Pensionäre. Sie sind dem Stress des Arbeitsalltags entronnen. Als ein Jubilierenden, der nach 43 Berufsjahren sich in den Ruhestand verabschiedet, sehen wir dich, lieber Horst, heute. Davon 13 Jahre beim Humanistischen Verband, den du in verschiedenen Rollen mitgeprägt hast. Und das auf deine typische Weise. Lass mich, lieber Horst, das mit einem Vergleich beginnen. Ein Kirchenvater des Mittelalters erzählte mir einmal folgende Anekdote. Er sei über eine Großbaustelle gegangen und habe dort die Arbeiter nach ihrer Tätigkeit befragt. Der erste habe auf seine Frage erwidert, er bearbeite Steine. Der zweite habe gesagt, er verdiene hier sein Geld. Und der dritte aber hat geantwortet, er baue einen Dom. Würde man heute fragen, warum jemand im Humanistischen Verband arbeitet, würden wir sicherlich ähnliche Antworten bekommen, wie die der Bauleute von damals. Der eine macht seine Arbeit als Sozialarbeiter, der andere freut sich über das hoffentlich auskömmliche Gehalt beim HVD, um damit seine Familie zu ernähren und Freizeit und Hobby im Urlaub zu genießen. Es gibt aber auch den dritten Typ, der an seine Aufgabe, das Ziel seiner Arbeit, seine Mission denkt. Zur letzteren Kategorie rechne ich Horst Groschow. Davon wird noch zu sprechen sein. Seit 1994 im Humanistischen Verband aktiv, begann die berufliche Laufbahn von Horst Groschow am 1. Januar 2001 als Bildungsreferent am Institut für Humanistische Lebenskunde beim Landesverband Berlin, damals Berlin. Meine Beziehung zum Kulturwissenschaftler Groschow begann allerdings schon früher, nämlich 1987. Als Westberliner stand ich bei Besuchen in der Hauptstadt der DDR regelmäßig vor der Aufgabe, den verbindlichen Mindestaustausch, wir nannten ihn auch Eintrittsgeld, von 25 D-Mark sinnvoll anzulegen. Beim Stöbern in den Buchläden unter den Linden entdeckte ich ein Bändchen zwischen Bierabend und Bildungsverein zur Kulturarbeit in der deutschen Arbeiterbewegung vor 1914. Darin fand ich auch ein Kapitel über Weltanschauungsvereinigungen und Freidenker. Da letztere nicht zu den Forschungsgegenständen der DDR und schon gar nicht zur politischen Praxis des Staates gehörten, war ich neugierig geworden und kaufte das Buch. Die Lektüre zu Hause war aufschlussreich. Sie warf Fragen auf, wie kann man kulturelles Leben für arbeitende Menschen organisieren? Wie sollen familiäre und gesellschaftliche Höhepunkte begangen werden? Diese Fragen beschäftigten auch mich. Sie waren natürlich nicht neu. Schon die deutsche Arbeiterbewegung hatte sie gestellt und Antworten darauf gegeben. Die Historie fruchtbar und nutzbar zu machen für aktuelle Kultur- und Bildungsarbeit der DDR war Ziel dieser Arbeit. Ich verrate jetzt kein Geheimnis, wer der Autor dieses Buches war.
Das war der Hochschullehrer an der Humboldt-Universität, Dr. Horst Groschow. Übrigens, dieses Bändchen, dieses hier nämlich, steht heute noch in meinem Regal. Die Kulturhistorie von Menschen, die in Deutschland zu Dissidenten wurden, hat auch nach der Wende 1989 ein wissenschaftliches Interesse gefunden. Ich kenne niemanden, wirklich niemanden in der säkularen Szene, der sich so produktiv mit Agnostikern, Deutschkatholiken, Ethikern, freireligiösen Heiden, Lichtfreunden, Monisten, Darwinisten, Marxisten, Freidenkern und von den Konfessionsfreien gar nicht zu sprechen, auseinandergesetzt hat. Horst Groschow hat ihre Konzepte von Weltanschauung, Politik und Kultur und ihre Arbeitsfelder beschrieben und auf ihre Wirkung bis in die Gegenwart untersucht. Der Streit um die Jugendweihe, den Religionsunterricht, Sterbehilfe, Trennung von Staat und Kirche, Säkularisierung dauert an und findet in Horst Groschow einen profunden Wissenschaftler und Autor. Die Zahl seiner Bücher, Broschüren, Aufsätze ist so groß, dass ich beim Versuch nachzuzählen aufgegeben habe. Seine publizistischen Tätigkeiten umfassen Werke zum Kultursystem der DDR, zur Kulturgeschichte der deutschen Freidenker unter aktuellen Organisations- und Konzeptstruktur säkularer Organisationen und zur Geschichte ganz aktuell der letzten Jahre des theoretischen und praktischen Humanismus. Horst Groschow verdanken wir auch Humanismus aktuell, Zeitschrift für Kultur und Weltanschauung, die er seit 1997 als Redakteur und Verantwortlicher herausgibt. Seit 2009 ist er auch Herausgeber der Schriftenreihe der Humanistischen Akademie Berlin-Brandenburg sowie seit 2010 Herausgeber der Schriftenreihe der Humanistischen Akademie Deutschland, in deren Rahmen er unter anderem Bücher wie Barmherzigkeit und Menschenwürde, Selbstbestimmung, Sterbekultur und Spiralität. Dieses Wort gibt es immer noch nicht. Dieses Wort gibt es immer noch nicht. Man möge da meine Distanz heraus. Spiritualität, um das korrekt zu zitieren. Liebe Anwesende, sagt Ihnen die Zahl 6.034.831 etwas? Vermutlich nicht. Das aber ist die Platzierung, der Rangplatz der Webseite von www.horstgroschow.de, auf der monatlich hunderte von Usern an seinen Erkenntnissen, an seiner Meinung teilhaben. Ich finde, dies ist ein starkes Indiz auch für den Gebrauchswert seiner Arbeit. Und dann noch war da, lieber Horst, deine Tätigkeit als Lehrer in der Ausbildung von Lebenskundelehrerinnen und Lehrern. He who cannot teaches. So hat einmal George Bernard Shaw sich satirisch über die Tätigkeit oder besser Untätigkeit von Lehrern geäußert. Etwa so frei übersetzt: Wer etwas kann, tut etwas. Wer nichts kann, unterrichtet. Sicherlich kennt jeder von uns, und ich trete hoffentlich niemanden hier der Anwesenden damit zu nahe auf die Füße, aus seiner eigenen Schulzeit oder der Fort- oder Weiterbildung Lehrende, auf die dieses böse Wort zutrifft. In den vielen Jahren seiner Unterrichtstätigkeit hat Horst Groschow eindrucksvoll erklären können, dass ein moderner Humanismus nicht bloß eine abstrakte Theorie ist. Er vermochte seine Studierenden bewusst zu machen, welche Schlüsselfunktion ein praktischer Humanismus in einer säkularen Gesellschaft zukommt und welche Möglichkeiten Kultur und Kommunikation in diesem Kontext bieten. Mit seiner kommunikativen Kompetenz, die für ihn nicht nur ein bloßes Schlagwort, sondern stets ein Herzensanliegen war, hatte allein schon das übliche Wort von den Lehrern als unfähige Säcke widerlegt. Ich verschweige allerdings auch nicht ganz, dass ich manchmal das Gefühl hatte, dass Horst Groschow verlangt zu viel von den Studierenden, dass er sein fachliches Wissen und die hohen Maßstäbe, die er an sich selbst setzt, auch zur Richtschnur für die Auszubildenden machte und diese damit gelegentlich überforderte. Anspruchsvoll waren auch die Tagungen und Konferenzen für die Humanistische Akademie, die Horst Groschow organisierte.
Trotz knapper finanzieller Ressourcen vermochte er es, Vorträge und Podiumsdiskussionen vielgestaltig in der Thematik wie im Stil durchzuführen. Ihm war immer ein klarer Blick von außen wichtiger als die betriebsblinde Innensicht. Zu seinem Selbstverständnis gehörte auch der Dialog mit Vertretern der Kirche. Vor kontroversen innerverbandlichen Diskussionen hatte er keine Scheu. Immer wieder bewies er auch, dass sein hoher Anspruch einhergeht mit der ausgeprägten Fähigkeit zur Selbstkritik. Und, was vielleicht auch noch wichtiger ist, mit einem fast schon undeutschen Sinn für Humor, so als wollte Mark Twain widerlegen, der ja immer bissig gesagt hat, bei einem deutschen Witz gäbe es nichts zu lachen. Manchmal, lieber Horst, frage ich mich, ob du jenen Satz von George Bernard Shaw kanntest, bevor du die akademische Laufbahn eines Hochschullehrers einschlug. Möglicherweise hätte er dich ja abgeschreckt und du wärst eher Dreher oder Rinderzüchter oder Journalist geworden. Ich war Dreher. Das weiß ich nicht. Aber du bist nicht geblieben. Vielleicht aber warst du mit dem Spruch sehr wohl vertraut und bist angetreten, ihn quasi umzudrehen. He who can teaches, he who cannot doesn't teach. Frei übersetzt, wer etwas kann, unterrichtet, wer nichts kann, unterrichtet eben nicht. Du warst aber nicht nur als Bildender tätig, sondern engagiertest dich von 2004 bis 2009 als Präsident des Bundesverbandes gesellschaftspolitisch für den HVD. Dass der humanistische Verband sein offizielles Profil weniger über Kirchen- und Religionskritik und verstärkt an einem positiven, weltanschaulichen Alternativprogramm ausgerichtet hat, verdankt er dir. In einer Vielzahl von Reden und Veröffentlichungen, die Identitätsfragen der säkularen Organisation allgemein und zum HVD im Speziellen, hast du dich für die Hinwendung der Konfessionsfreien in Deutschland zum Humanismus eingesetzt. Dass man in der praktischen Politik auch Niederlagen erlebt, gehört sicherlich zu den weniger erfreulichen Erfahrungen deines Engagements. Lieber Horst, es liegt ein Arbeitsleben hinter dir, das Erfolge und Enttäuschungen in wechselnder Folge mit sich brachte. Aber jetzt beginnst du ein neues Leben, ein anderes Leben. Es ist beruhigend zu wissen, dass du nicht darauf wartest, dass dir alle Welt erzählt, wie sehr man deinen Rat noch benötigen wird. Dass du nicht darauf wartest, dass man dir in Aussicht stellt, dich hin und wieder in schwierigen Entscheidungen zu Rate zu ziehen oder dich in den HVD einzubinden. Aus Groschow nämlich steht, verehrte Anwesende, auf dem Standpunkt, dass man Menschen, dem man über Jahrzehnte hinweg ehrlich zusammengearbeitet hat, nicht unbedingt auch am letzten Tag belügen muss. Für Horst Groschow wird der Ruhestand kein Sturz in ein endloses schwarzes Loch sein, da er schon rechtzeitig über dieses Loch Planken aus realitätsbezogenem Denken, aus reichhaltiger Lebenserfahrung sowie aus umfangreicher Vorsorge gedeckt hat. Auf diesen Planken wird er sicher stehen und einen hoffentlich glücklichen Lebensabschnitt erleben. Hierzu wünsche ich dir, lieber Horst, Glück und Gesundheit. Ich danke dir für all die wegweisenden Impulse, die aufregenden Diskurse und die kollegiale Freundschaft, die uns nicht immer, aber meistens doch verbunden haben. Ich bin sicher, dass vieles von dem an dich, in meiner und in der von vielen Humanisten und Humanisten in Erinnerung bleibt und das einen bleibenden Wert für uns alle hat. Vielen Dank, Horst, für das, was du für uns geleistet hast.